Ja. Wir sollen die Gegebenheiten ausnutzen. Haben wir hier irgendwo Munition, Waffen, irgendwas? Von Luca vielleicht? Warte mal, hier oben können wir bestimmt auch was. What the? Lass mich in Ruhe, ich bin wieder fast down. Granate! 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 Fuck! Warum liegt denn jetzt schon wieder alle? Alles okay, Kelly. Du kannst ja echt nicht viel aussetzen. Aha, was haben wir hier hübsches? Ein Bär und eine Pistole. Komm mal hier hoch und hol dir mal die Pistole ab. Oh, selbst ein Schuss, der nicht trifft, Alter. Also ich habe hier oben eine Pistole jedenfalls. Oh, direkt die Treffer, ich bin da unten. Brauche hier Hilfe! Auf dem Weg! Kelly Mausi! Bin ausgefallen! Bin am Nein! Brauche Unterstützung! Kelly macht nichts! Kelly steht nur rum! Kelly. Ich weiß nicht, oh, Kelly Family! Ach, Kelly! Aber das von da oben hat richtig gut geklappt. Das mache ich jetzt wieder. Ja, ich hab da oben eine BR und sowas gefunden, das war nicht schlecht. Alter, ey! Hier war auch ein Schuss sofort alles wegballert. Sag dir mal, die sollen sich auf einen konzentrieren, genau, richtig. Ja, ja, hab ich. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Pisten, nochmal BR-Munition. Super, einer ist down. Leute, wie ballert er denn? Er guckt zu uns und ballert auf dich. Er trefft das Orange und er fällt nicht so richtig. Ist voll auf dich konzentriert. Ja. Ja, sollt ihr euch dann mitgeben? Gucken, wie die so aussehen. Oh, man sieht das richtig hier mit dem Wurm, ey. Geil gemacht. Ich finde jetzt aber gut, dass Hunter wieder eine richtige Herausforderung sind. Es wird auch echt mal wieder Zeit. Ja. Sehr schön, den Zorn für die Kanal gefunden. Da habe ich immer noch einen Schuss. Muss ich denn, was muss ich denn jetzt, wo bin ich denn? Achso. Reaktorraum voraus. Legen wir die Lunte und hauen ab. Was war das denn? Keine Rettung für die Allies. Okay, los. Muss ich jetzt? Deutlich länger als die erste Mission. Aua, ich hab kein Leben hier. Sorry, ich hab dich gerammt. Granatenhagel runter. Super, hab ich's gemacht. Die Reaktorsteuerung ist auf der anderen Seite. Schaltet die Allies aus und greift auf die Steuerung zu. Sitzt jeder von den scheiß Drecksviechern im Jetpack?
Ah nein, das Kampfgewehr hier oben, falls du auch behebelt. Wo ist hier oben? Da ist die. Hast du die Taten hier eigentlich auf privat gestellt? Nein, hab ich nicht. Ja. Ich hab's nicht dran gedacht. Davon, bei mir ist gerade jemand online gekommen, der könnte gleich mal die Taten crashen. Dann ist die Situation. Schmeißen wir dann wieder raus. Dann muss die Piste auch nicht. Das ist geschmeidig im Movement. Die Steuerung ist echt ein bisschen schwieriger. Ja. Die Blickempfindlichkeit ist irgendwie höher geworden. Finde ich standardmäßig. Boah, endlich, Alter! Schon mit der Piste keine Munition mehr, weil ich alles reingefeuert habe, ne. What the fuck, Alter, verpiss dich, du Sniper-Kuki. Wäre schön, wenn sich mal die anderen auch mal um einen Eliten kümmern könnten, Alter. Ich hab irgendwie ein... das Können dazu... hinter den Gegnern irgendwie aufzutauchen plötzlich. Sorry, dude. War ich das etwa? Jo. Reaktor wird überlastet. Weiter zum Hangar. Ja, wo ist denn der Hangar? Die Station versucht, den Reaktor runterzukühlen. Ich denke, das UNSC hat bessere Sicherheitsprotokolle als die Allianz. Wir können stoppen. Auf den als Reaktor. Ob. Auf den Reaktor? Wenn er verlegt wird, sollten wir mitgehen. Wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich jetzt hin. Danke. Wenn du das Steuerkreuz nach unten drückst, dann wird der Wagen gefressen. Weiß ich nicht. Trotzdem danke. Du klangst so verzweifelt. Ja, weil ich schon dreimal, viermal runtergedrückt habe und nichts passiert ist. Hoppala! Das Sicherheitssystem pumpt Kühlflüssigkeit zum Reaktor. Don't let us alone. Plan wird scheitern, wenn die Flüssigkeit wirkt. Sag mal, Frederick, hast du Hummel im Arsch? Aber ich würde zu gern die Gesichter der Allianzler sehen, wenn sie hochgeht. Ja, die würde ich auch gern sehen, die Gesichter. Ich würde gern mal die Hummel im Arsch sehen. Du bewegst ja nur, guck nach jetzt? Oben. Auf beiden Seiten der Kühlkammer sollten sich Fächer befinden. Guck mal, die beiden Wesen. Hier sind unser Ziel. Wir müssen über die Steuerungsfächer das Kühlsystem deaktivieren. Boah, wie lange ich darauf hingefiebert habe, dass man endlich mal mit anderen Spartans spielt. Richtigen Spartans. Ja. Oh, schön. Okay, wir haben zwei Ziele. Kelly hat nur ein Ziel. Boah! Die wird links und rechts ein Ziel angezeigt. Ah! Down, Alter!
Jo, sowas von da. Nein, jetzt... Och, Mann! Huch! Ich fall und fall und fall. Komm auf irgendeinen Punkt drauf und fall trotzdem weg. Freddy, der ist down, ganz ruhig. Bist du wieder da? Nope. Fly on the wings of love. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Ich könnte jetzt spawnen, wenn du landest, glaube ich. Jetzt muss erstmal das Gebiet gesichert werden. Bin da. Ich nehme mir diese hier. Die scheint sehr komfortabel zu sein. Okay, Alter! Das erste, was ich abkriege, ist ein Mega. Wie schieße ich nochmal das Grüne ab? Wie mache ich Rolle? Waffe wechseln. Y kann ich die Waffe wechseln, okay. Jetzt muss ich noch wissen, wie ich eine Rolle mache. Mit X. Hey, wir müssen die Lüftungsdinger zerstören, siehst du das? Schaltet die Ziele aus, Team Blau. Mit Banshees könnten wir die Leitungen leichter ausschalten. Die Armada hat uns entdeckt. Verstärkung ist auf dem Weg. Ich hab schon zwei kaputt gemacht. Nice. Ich werde verfolgt. Ausweichen. Oh, Lappen. Okay, du bist auf dich allein gestellt. Wir sind ja alle down. Scheiße! Wo sind die Ziele? Nein! Down. Noch lebe ich! Noch fucking mal lebe ich! Banshee suchen. Ich sehe die feindliche Banshee nicht. Da ist er. Keine Schuhe, keine Socken, kein Service! Kannst du mal da kurz eben landen hinter dir? Auf der Plattform? Ich lande mal hier. Warte auf die Bedingungen. Nee. Achso, Zeig mal kurz aus. Ich versuch's gerade. Also, Frederick ist gespawnt. Und jetzt mache ich mein, Dingens. Hast du den Banshee runtergeklickt? Hä? LB? RP? Habe ich uns alle gerettet. Nebenbei noch alles kaputt gemacht. Wo sind denn jetzt die Ziele? Alles zerstört. Ah, gut. Team Blau, raus hier. Die Banshees sind nicht schnell genug, um der Explosion zu entkommen. Ich ruf den Pelican. Dann holt doch irgendein Fass und führe ich Auto. Signal vom Autopilot. Die Armada muss ihn ausgeschaltet haben. Frederick, markiere den Weg zum nächsten Hangar. Wir nehmen einen Prowler. Runter. Station
Station ist gleich nur noch Schlacke. Zum Crawler. Der Hangareingang. Der Crawler steht gleich hinter einer Luftschleuse. Bin auf dem Weg. Neu von mir! Da ist der Prowler. Nein! Aber der Hangar ist voller Alice. Ausschalten und startklar machen. Und zwar zackig. Ja. Ich bin weit weg von hier, wenn die Station schmilzt. Wo sind denn jetzt her? Wo ist er denn? What the fuck? Okay, wir sollten mal also auch die Flugschütze auspacken. Elite Gefahr! Schnauze sein. Markiere Steuerpult des Prowlers. Ich bin gerade so ein bisschen konzentriert, ja. Komm mal. Macht mir Spaß, die Rumpf zu kommandieren. Du musst live, Alter. Okay. Hast Jäger? Ich bin runtergefallen. Oh, schon wieder Jäger? Hab ich gehört. Okay. Ja, hier. Sweet, Buzzy. Die neue Buzzy sieht extrem geil aus. Alter, ich werde hier von allen möglichen umzingelt, kann aber nichts machen, weil ich keine vernünftige Waffe dabei habe. Die Waffe jetzt her. Ich kann jetzt auch nicht verteidigen, Alter. So, wo sind die fucking Jäger? Okay, ich selber fast ein gutes Gehalt daraus bedingt. Frederik, du stehst mir im Weg! Selbst in die Luft gehabt, sehr schön. Fuck, da ist ja noch einer! Evi, du bist tot, warum Alter, sagst du denn nichts? Kopf, ja, Penny hilft mir, alles gut. Ist also der andere schon down? Der hat voll den Action, Alter. Bam, da bin ich doch einer mitbekommen, Alter. Scheiße, ich bin gerade zu kurz ins Kill. Brauche hier Hilfe! Kelly ist auf dem Boden. Panzerung gesperrt, ich komm nicht. Oh, in letzter Sekunde, Digga. Danke, Spartan. Kein Übertreiber. Kelly! Auf die Beine, Kelly! Kelly gerettet. Ich hab von denen auch voll die untypischen Waffen in der Hand. Kann man nicht wirklich dort haben. Sehr
Sehr schön, hab ihn. Ja. Die neue Bazooka sieht echt badass aus. Ja. Was war jetzt wahrscheinlich kein Sinn? Kannst du bei wie vielen Prozent? Zu hoch, glaube ich. Wir müssen jetzt hin. Achso. Ah. Gesichert. Zeit, Linda. 89 Sekunden. Sierra 117 an Infinity. Agent Moon ist zerstört. Ich weise Team Blau neu zu. Ziel Meridian. Potenzieller Kontakt mit Cortana. Negativ 117. Es wurde bereits ein anderes Team auf Sie angesetzt. Was zum Teufel? Kehren Sie sofort zu Infinity zurück. Negativ Infinity. Das gefällt mir nicht. Wer immer Sie sind, wir müssen Meridian vor Ihnen erreichen. Ist auf Cortana angesetzt. Du musst das nicht allein machen, Chief. Oh, wie süß. Die werden uns ja wohl nicht alle vors Kriegsgericht zerren, oder? So ein typisches Spartan-Mission. Man fliegt ein Eisflieg in die Luft. Ja. So, Leute. 1:15 nehmen wir schon auf. Ich würde sagen, mit der Schlusssequenz hier vorne ist auch erstmal die Aufnahmesession beendet. Hübsches Ding, ey. Hat der Prowler einen Tarnmodus? Anscheinend. Agent Moon. Mission 2 abgeschlossen. Ja, würde ich sagen, wir beenden das jetzt erstmal hier. Und je nachdem, wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich das nächste Mal alleine aufnehmen. Je nachdem. Und bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich drücke mal schnell abbrechen hier. Abbrechen, 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 abbrechen. Ich kann nicht abbrechen. Ich auch nicht. Nein. Ich habe versucht, Hallo. Sie davor zu warnen. Cortana dient uns nicht mehr. Spiel verlassen. Sie ist eine Gefahr. Sie hat Zugriff auf die Domäne der Blutsväter. Ein galaxieweites Netzwerk, mit dem sie kontrollieren kann, was auch immer diesen Schaden anrichtet. Wir werden sie hauptsächlich zurückgesetzt. Der Master Chief glaubt, sie hat ihn. Okay. So, gut, jetzt haben wir's. Da bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Bedenkt das Gewinnspiel oder denkt an das Gewinnspiel. Ansonsten sehen wir es hoffentlich irgendwann mal online. Ach so! Habe ich total vergessen. Es gibt ja diesen Spartan-Clan-Seite-Gedönse. Da bin ich am Überlegen, ob ich eine Small Feather Game-Seite mache. Das heißt, wenn ihr unbedingt mal Lust habt, mit mir zu zocken oder sowas, dann werde ich eine extra Small Feather Game-Seite machen. Oder vielleicht sogar der MP, je nachdem, wie wir lustig sind. Und ja, dann wisst ihr ja schon mal darüber Bescheid. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei Halo und dann tüdelü!